grüße euch Leute und willkommen zurück hier bei Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion. Tifa hat uns gerade Bescheid gesagt, dass Sephiroth irgendwo hier draußen rumspringt in der Shinra-Villa. Und da würde ich doch mal sagen, da gehen wir mal direkt hin. Oh, da will Cloud mit oder was oder wie? Hello. Aerith? I finally got through. Yeah. Unsere Chica ruft an. Hört keiner zu. Listen. Now's not the best time. I'll call you later. No, no. You don't have to. Okay. I'll come visit. I'll be here. I'll see you. I promise. I promise. Hab hier ein Haar. Okay. Aerith, I'll be back soon. To get to Shinra Manor. Das ist mir schon klar, dass es da. Du brauchst mir die hinbringen. Ich weiß schon, dass ich da hin muss. Denkt, oh, ich bin blöde, wa? Komm mal, dann wegst du in den Keller? Activating Combat Mode. Falsch. Conflict resolved. Sephiroth is in the second floor room, on the right. Ja? Das ist doch das Zimmer, wo... Nee. Aha! The underground passage door was unlocked. Es trifft sich gut. Ich schwelg so übel. Ihr kriegt das nicht mit. Ich schwelg so übelst in Nostalgie, wenn wir hier so in Nibelheim rumrennen. Aus Final Fantasy 7 halt von damals, ey. Oh. Hier ist eine Leiter, ne? Aber was ist denn hier sonst noch so? Activating Combat Mode. Eine Kiste. Pack! Oh yeah. Sargschlüssel erhalten? Sargschlüssel? Activating combat mode. Out of the way. Conflict resolved. Noch ein Sargschlüssel. Jetzt will ich dir mit den ganzen Sargschlüssel. Was ist denn hier drin? Oh, Särge! It won't open. Ah! Activating combat mode. Bring it on. Wir müssen bestimmt alle Särge öffnen. Oh, yeah. Für Sargschlüssel habe ich jetzt. It won't open. Nee, schon. It won't. Activating combat mode. Oh yeah. Conflict okay. Resolved. Todklinge ist auf Meister, Leute. Also es hat mir jetzt mit den Särgen jetzt nicht so viel gebracht, ne? Activating combat mode. Conflict resolved. Oh yeah. Sollte ich hier erstmal ein bisschen rumrennen? So, hier war ich drin. Gehen wir mal hier rein. Aber halt irgendwie muss auch was Geiles drin sein, oder? It won't open. Oh, Cutscene.
fast asleep. I should probably leave him alone. Das war garantiert das Wunder jetzt gewesen. Wär's gut, dann jetzt erstmal zu dem Jungen zu gehen? Bevor wir jetzt hier weitermachen? Gerade so mein Gedanke. Aber ich komme ja hier jetzt in eine... Activating Combat Mode. Conflict resolved. Ich komme ja jetzt hier nicht mehr raus. Doch. Da will ich jetzt nochmal zu dem Jungen. Dann gehe ich zu Sephiroth. Alles gut. Some guy was just... So it was just loud snoring? Kind of disappointing. But I wonder... Why would he be sleeping there? So the sixth wonder... is an old legend called the Treasure Within the Flames. But I don't have any other information right now. I'm gonna look into it a little more. So, can you just hold tight for now? Ich bin noch etwas Zeit. Schatz in Flammen, also irgendwas mit Feuer. Naja, ich will ja jetzt nicht spoilern, aber ich weiß noch aus Final Fantasy VII, was mit Nibelheim irgendwann passiert. Vielleicht hat das was damit zu tun. Aber anscheinend ist es wirklich so, dass du erst aufgrund von bestimmter... Also auf bestimmtes... Mann! Christian, deutscher Satz! Auf bestimmter Reihenfolge von dem normalen Quest der Storyline... Hat das Sinn ergeben? Ja? Dass du dann hier halt, ja, diese Wunder weiter aufdecken kannst. Also, okay, okay. Gott, wie ich immer erstmal falsch latsche. Jetzt kann ich hier entspannt weiter gucken. Jetzt gehen wir mal gucken, was hier mit Sephiroth los ist. Was der hier im Keller jetzt nur so macht. Da waren wir drin, da waren wir drin. Ab hier gibt es kein Zurück. Ich sollte sicher gehen, dass ich alles habe. Unvollendete Mission. Alles gut, können wir auch später machen. Rein da. Oh. Excavated from a 2000-year-old rock layer. A life form in stasis. Professor Gast named this life form. Genova, I see. MEGL. 77-1977. Genova verified as an ancient. MEGL. 9-13-1977. Genova Project approved. Mako Reactor 1 authorized for use. My mother's name, Genova. The Genova Project. Kennt man genau diese Szene. Coincidence. Professor Gast, why didn't you tell me? Why did you die? Leave me be. Und dieser Professor Guest? Leave me. Da gab es damals bei Final Fantasy VII dann auch immer so eine Einspieler. Ich nicht mal. Soll hier einfach gehen. From that day, Sephiroth shut himself inside Shinra Manor. And continued to review documents, like a man possessed. The lights in the basement never went out once. Hm?
My mom is still in there. Please help her. Oh Gott. It'll be close to zero visibility in there. My guess, I have about a minute. All right. Wait here. Nutze deine Sinne, um dir den Weg durch die tobende Flammen zu bahnen und die Mutter des Jungen zu retten, die im Gebäude gefangen ist. Found you. Your son's waiting outside. I'll get you out. You. Wo ist er denn? Zu deine Sinne. Verdammt. Ja, aber wo? Wieder runter. Ach so, ich sollte einfach nur zurück. Oh Gott, war das knapp. Thank you, Mister. You saved my mom, my treasure, out of the flames. Out of the flames? What's wrong? I'm thinking this was the sixth wonder. Huh? The treasure within the flames? Yeah, it's not a wonder at all, but I'm satisfied. Okay, on to the next one. No, the seventh wonder can wait. You're right. Yeah. Thank you. You saved my mom. Thank you. Tja, mit dem siebten Wunder, da müssen wir hier wahrscheinlich irgendwann nochmal mit ihm reden. Gut, okay. Nibelheim liegt in Flammen. Ist Cloud? Sephiroth. Yes. Das war der Moment. I'm coming for you. Das Bild kennt jeder. Medaya. How could you, Sephiroth? How could you? Soll ich hier nochmal mit irgendjemandem reden, weil er jetzt so nochmal. Sephiroth. Dann dieses Bild kann sich Cloud halt dann auch später erinnern immer. Thank you. Ach, ich erzähl zu viel. Geile Szenen gerade hier. Activating combat mode. Nee, Feuer! Complete resolve. Was Sephiroth? Activating combat mode. Nee, jetzt ohne hier, ne? Complete resolve. Yeah. Hochgehen ist ja jetzt nochmal Quatsch, ne? Waren wir ja schon. Activating combat mode. Boah, drei auf einem Streich. Activating combat mode. Complete resolve. Combat mode.
Gott, wir müssen ihn aufhalten. Er ist im Mako-Reaktor. Vielleicht mal speichern? Tiefer! Did Sephiroth do this to you? Hate you, Shinra, soldier, and you. I hate you all. Ja, so ging Tifa zu Avalanche. Mother, let's take back the planet together. I had an epiphany. Let's go to the promised land, Mother. Sephiroth! Why did you kill the townspeople? Why did you hurt Tifa? Answer me, Sephiroth! Mother, they're here again. You should have ruled this planet. You were stronger, smarter. But then they came. Those inferior dullards. They came and took this planet away from you. But don't be sad, Mother. I am with you now. Mother. Sephiroth, what the hell happened to you? Sephiroth, I trusted you. Das ging tief runter. Und jetzt Kampf gegen ihn? Anscheinend. Gott. Long ago, catastrophe struck this planet. Your ancestors survived somehow by scurrying and hiding in fear. The planet was saved through the sacrifice of the Cetra. After which, your kind would multiply as if nothing happened. Meanwhile, the Cetra now only exist within the pages of reports like these. So, what exactly does that have to do with you? Don't you see? We have the ancient called Genova, unearthed from a 2,000-year-old stratum. And we have the Genova Project. The goal of the Genova Project was, in essence, to create a human being possessing the great powers of a Cetra. Thus, they created me.
This is Hedra. You're in for it now. Concentrate. Oh, wie ein Glück. Muss einfach nur am Ball bleiben. Loser Engel, was soll das heißen? Oh Gott! Wir, sind so stark! Das haben wir! No. You're not. You're not the Sephiroth I once knew! I am the Chosen One. I have been chosen to rule this planet. Mucke. Wird Zack bis zu den Abgrund gedrängt? Sephiroth, hört das? Gänsehaut, herrlich! Activating combat mode. Bäm, Alter! Ich habe sie verwundert. Wagt ihr? How dare you? Cloud, finish Sephiroth.
Don't test me. No. Impossible. You did it. This one here. Intriguing. Most intriguing. He'll make a fine test subject. Das war geil. You call yourself soldier? You tarnish the soldier name. And deal! Wait! Wurde der jetzt von dem verrückten Prof wieder zurückgeholt? Those wings. I want them too. Da gab's erstmal eine. Okay, wir haben massig Mails. Ich bin so ein bisschen baff jetzt gerade von allem. Der Einsatz, das ist ja alles schon alte Mails. Warte, ich will die gelben Punkte loswerden. Höllenfeuiger. Feuiger und Gift. Höllenfeuiger. Gott, wir müssen Gift pushen. Okay, ich soll hier raus. Schrankschlüssel. Wir brauchen einen Schrankschlüssel. Muss hier ein Schrank. Gott, Cloud, geht's dir gut, Mann?
Fehlschlag Nummer 1, Rang 1, Soldat. Synopse, gewünschter Effekt nicht eingetreten. Starke Resistenz gegen Genova-Zellen liegt vermutlich in der medizinischen Behandlung beim Beitritt von Soldaten. Alter, die wollten das nochmal machen. Shinra-Infanterie ist Cloud. Geringe Resistenz gegen Genova-Zellen führte zu einer Vergiftung des Körpers. Kaum Reaktion auf äußere Reize, vermutlich starke Schädigung von Geist und Physis. Heilung unwahrscheinlich. Na toll. Okay, was ist hier? Den abgelegenen Landstrich hatte man schwerlich versetzen können. Anfangs war ich voller Freude über die Teilnahme an Professor Hojos streng geheimem Experiment. Doch jetzt wurde mir gesagt, dass die Behandlung bereits beendet sei. Und nicht einmal der genaue Hergang wird mir verraten. Ich frage mich, was ich denn hier soll. Mein einziger Trost ist, dass ich Professor Hojos Assistent gute Chance auf eine Beförderung habe. Dass dieser Professor Gast war das bestimmt, ne? 10.000 Gil? Wow! Was ist hier nicht? Okay, let's go. Und welcher Schrankschlüssel? Also wo? Wait right here. Let me go and take a look around. Genau, wir räumen erstmal auf. Für einen Schrankschlüssel. Kann ich hier nochmal rein? Was für ein Schrank? Was für ein Schrank? Habe ich irgendwas übersehen? Hier irgendwo noch. Schrank, 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 Schrank. Nö. So, jetzt sollen wir hier wahrscheinlich erstmal ein bisschen aufräumen. Activating Combat Mode. Conflict resolved. Damn! Ach, neue Särge, schön. Da ist vielleicht was Geiles drin? Da ist jetzt was Geiles. Wir hatten ja vorher oh das Wunder gehabt und so. Oh, yeah. Ich sag mal, ist natürlich alles leveln, ne? It won't open. Activating Combat Mode. Auf jeden Fall so richtige Schlüsselszenen, die wir erlebt haben in der heutigen Folge. Richtig gut. Ist hier was? Nee. Nee. Activating Combat Mode. Hartnäckig. Conflict resolved. Activating combat mode. Conflict resolved. So, haben wir hier noch. Bis auf Särge, vielleicht ein Schrank? Conflict resolved. It won't open. Hab ich hier noch Sargschlüssel gehabt? Activating combat mode. Conflict resolved. Okay, das war dann der letzte. Aber Schrank? Gut, wir gehen weiter. Activating combat mode. Ich hab's falsche genommen. Conflict resolved. Cloud, hier ist eigentlich aufgeräumt. Eigentlich, wie sollen wir denn die Leiter da hochkriegen? Ist hier oben noch... Für dieser Schrankschlüssel. Activating combat mode. Penner. Good. Now it's safe. Dann holen. Ah.
Wie sind sie die Leiter hochgekommen? You stay here. I'll go take a look inside. Ich sehe mich also in der Villa um. Okay. Activating combat mode. Conflict resolved. Oh yeah. Das ist das Schlüssellöchlein hier. Shinra Newsletter. Oh Gott, hier geht's. Ja. Activating combat mode. Conflict resolved. War dafür der Schrankschlüssel? Hey. This will be useful. Ladeuniform. Bringt mir das was? Das mal nicht anscheinend. Ja, dann gehen wir mal runter. Hätte man hier nicht auch? Nee, Schlüsselloch will ich jetzt ne? Activating combat mode. Na hallo! Oh yeah! Conflict resolved. Nee, nee, nee. Lag die Kiste dort die ganze Zeit? Hier. Ich wollte mal ganz kurz gucken. Wir nehmen Shinra. Folgende Personen sind gefallen. Sephiroth und Zack und zwei Infanteristen. Also wir existieren für Shinra nicht mehr. Hey Zack, die Abteilung für allgemeine Angelegenheiten hat dein Die Abteilung für allgemeine Angelegenheiten hat dein Ableben bekannt gegeben. Sehr viele A's. Aber die Firma verbreitet ja in letzter Zeit nichts als Lügen. Also wo steckst du, dass du als Gefallener behandelt wirst, heißt vermutlich, dass du irgendwas angestellt, dass Shinra gegen den Strich geht. Melde dich. Oh Gott, mein Fanclub. Warte mal. Unser Fanclub bestand auch nach der Meldung von Zacks Tod fort, doch aus finanziellen Gründen müssen wir nun unsere Auflösung bekannt geben. Nein, zum Abschied kommentieren unser Mitglied ganz in Schwarz, das uns regelmäßig mit Informationen versorgt. Zack ist so plötzlich von... Mitglied ganz in Schwarz? Hm. Geheimveranstaltung? Augenzeugen berichten, die Angel gesichtet haben wollen. Mehrere Berichte von Augenzeugen seltsam geflügeltes Wesen an verschiedenen Orten gesehen haben. Ja. War jetzt Angel oder Genesis gemeint? Ah. Okay. Looks like it's all clear. I'll be right back. Don't worry. Genau, ich guck mich nur um. Oh, danke für diese tolle Musik. Ja. Wollte gerade sagen, da kann ich doch den Weg. Tschüss. Feuer zu verwenden bei diesem Bomber immer. Right, that should do it.
What's going on? The whole town was in flames. Uh-oh. After them! Die sind gejagt. It's the professor's samples! You really think you can catch me? Think again. Shinra-Truppen haben Cloud in ihre Gewalt und wollen ihn entführen. Schlage den Ansturm der Shinra-Truppen zurück und befreie Cloud aus ihren Fängen. Wenn die angezeigte Entfernung zum Stadteingang bei Null liegt, ist die Mission gescheitert. Dauern Kämpfe zu lang, werden die Truppen Cloud entführen. Activating Combat Mode. Alles hin hier. Take out enemies with one blow. Now, do it. One blow, all right? I could use a demo. Fine, let's do this. Yes, got it in one blow. That one was too weak. Now, again. Conflict resolved. Yeah, Kuge. Combat mode. Oh. Take fest. Cloud. Mir vor wie bei Dragon Ball. Wo ist er? Hol ihr ab, Mann! This is bad. I'd better fall back. Besser ist. It's daytime. And we're still a little weak. Should we rest till dark? Jetzt geht er wieder zurück. Is this Mako poisoning? Hey, Aunt Jill. Can I not save anyone? Kacke. Right. First, let's change. Those Mako-soaked clothes will definitely not help you get back on your feet. I found something good back there. This may smell bad, but desperate times. War das ein Outfit? Looks pretty good on you. They're tiny, but you have logs, right? That's
right. Wanna hear? How many you got? 23? Write them down, so I don't forget. I have 23 tiny wishes. But you probably won't remember them all. So, I put them all together into one. I'd like to spend more time with you. Hey, Cloud. I have to go to Midgar. You want to come with me? Na toll. This won't be easy. Activating combat mode. Oh, ist eigentlich der Junge hier? Wegen dem siebten Wunder. Combat mode. Wo soll ich eigentlich hin? Oh Gott, und was war dann das siebte Wunder? Weiß keiner. Damn it. It never ends. I'll go take a look. Was liegt denn hier? Na, Knifte oder was? Plugbots ausschalten. Mehrere Scharfschützengewehre versteckt. Die Waffenbatterie ist der große Schaden. Torso Mittel. Pluspunkte und entkommene Ziele. Okay. Das Gewehr verbessern? Okay. Na dann gucken wir mal. Nicht so einfach. Ah, Shinra Auto Assist System, huh? Aber ich... Ich will ja die Batterie treffen. Irgendwie treffe ich die Batterie, ne? Also seitlich geht das bestimmt hier. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Die Typen nerven.
Schön seitlich, Leute. Das Zielen ist nicht so einfach, wie es aussieht. Activating Combat Mode. Oh. Ja, aber durch sowas, man kriegt das dann halt immer mit hier. So diese PSP-Einflüsse, ne? Diese Minigame-Aspekte dann immer wieder. Na, guck mal, wir haben doch jetzt eigentlich schön Pluspunkte. Oh, ich krieg das alles so hin. Bam, Mann! Das ist eine andere. Scheiße. Sag mal! Wer ist denn kommen? Das kann ja mal passieren. Ich dürfte bloß nicht schießen, der Rest ist mir egal. Okay, wo geht's lang? Also hier zu dem Leuchtturm, da ist nichts. Aha. Jetzt ist so ein Explosivgeschoss dran, oder? Dann schön auf den in der Mitte hier. Ah, ich hätte es extra auswählen müssen. Naja, okay. Sag mal, ist der Ene jetzt hier eigentlich wieder da? Activating Combat Mode. Was ist dein Ernst? Conflict resolved. Nee, der ist uns dann wirklich entkommen. Gut, wir wollen raus hier aus der Schale. Keiner mag Blitzgar. Das Explosivgeschoss war schon geil. Wenn's mitkommt, dafür sind sie doch da. Eben mach mal so. Haben sie jetzt aber was im Petto hier? Ganz schön oft gefahren hier. Ist nur der eine? Nicht wie viel. Oh. Das war gut. Wow, Christian.
Junge, Junge, Junge! Ein Explosivgeschoss sollte man vielleicht mal mitnehmen, ne? Vielleicht die Zielgenauigkeit etwas verbessern. Etwas mehr Punkte. Und die Durchschlagkraft. Und nochmal. Komm. Hauen wir jetzt mal richtig einen raus hier. Drei Stück, ne? Die sind aber halt auch verdammt weit weg. Oh Gott. Trifft ja gar nicht. Da. Aber warum hat er bei dem Ehen dort nicht reagiert? Sehr gut. Wir wollen doch nur mit Cloud fliegen. Sehr gut. Leute, ich gucke auf die Uhr. Ihr wisst Bescheid, ne? Wir müssen hier leider einen Cut machen. Ich werde hier erstmal speichern. Oder vielleicht mache ich einen extra Spielstand, damit ich das Schießen vielleicht nochmal machen kann. Weil ich habe einen eliminiert und vergessen und mein Monk in mir macht mich fertig. Leute, ich danke euch vielmals, dass ihr heute wieder mit am Start war. Es war eine geile Ausgabe heute, weil heute richtig viel Infos wegen Sephiroth und so rübergekommen sind. Und die Geschichte mit Cloud und so wurde heute schön angetrieben. Ja, einfach das Background-Wissen, weshalb man dieses Spiel spielt, war für diese Folge. Ihr Lieben, danke, dass ihr da wart. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut! Ciao!